Einen wunderschönen guten Morgen wünsche draußen, meine Lieben. Ich bin jetzt noch nicht zurechtgemacht, weil ich mache jetzt gerade die Verkündungskarten fertig. Die Gender, keine Ahnung, was Verkündungskarten halt einfach. Ich zeige euch die auch gleich gerne mal. Und zwar habe ich jetzt noch ein kleines Beischreiben mit dran gehangen und habe den Umschlag noch beschriftet. Ich muss das erstmal hier einmal enttäddern. Aber ich mache mich jetzt gleich mal fertig. Aber ich wollte euch, bevor ich jetzt das letzte hier eintüte, einmal zeigen. Und zwar habe ich hier aufgeschrieben: Memories machen beim Öffnen, film dich bitte im Selfie-Mode. Und dann gibt es halt hier diese Karte. Ich muss vorsichtig sein. Dann klappt man das auf. Dann hat man das so. Und dann müssen sie halt dieses goldene Herz aufrubbeln. Und dann steht da drin, es wird ein, je nachdem halt, ne? Junge oder Mädchen, das, was ihr dann halt wollt. Verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Da könnt ihr die Karten erwerben bei Amazon. Genau. Deswegen, ich mache das jetzt fertig. Ich habe dann irgendwie 7 Umschläge oder so, die ich dann gleich zur Post bringe. Hauptsache schnell weg, weil die Leute warten natürlich. Und bin sehr gespannt auf die ganzen Reaktionsvideos. Ich möchte ja von jedem ein Reaktionsvideo haben. Von Janine, das habe ich gestern aufgenommen. Hier ist jetzt auch Pepe dabei zum Beispiel. Und Nina und Chantal und ach, wer nicht alles. Bin gespannt, wie die Leute reagieren werden. Ich habe so einen Heißhunger auf Spinat, dass ich das Kind früher abgeholt habe. Das heißt, er hat nichts gegessen und keinen Mittagsschlaf gemacht. Demnach könnt ihr euch die Laune von Maris gerade vorstellen. Matthias hat jetzt hier eine Extrawurst, weil er hasst ja Spinat. Deswegen hat er Spinat. Ich hasse Spinat nicht, aber es muss nicht sein. Ja. Deswegen kriegt er Tortellini mit einer Sahne-Spinatsoße. Von Costa oder so, oder? Ja, also das sind wirklich mega. Die geilsten. Ich habe schnell Hungertüten, die es gibt, finde ich. Ja, und dann eigentlich müsste ich ja. Wir haben es jetzt 13.11 Uhr. In 45 Minuten fertig sein mit Essen, damit ich damit mal zum HNO-Arzt fahren kann, weil ihm ja die Pflaster also komplett abgemacht werden wohl. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht, weil ihr wisst selber, wie lange es dauert, Kartoffeln gar zu bekommen. Hauptsache Matthias kann gleich essen. Aber wenn der Hunger hat, ist auch mit dem nicht zu spaßen. Das riecht voll lecker hier, das Zeug, ja? Das ist von Nina. Da haben ganz viele schon nachgefragt gehabt. Da ist eine Fliege oben drauf. Ja. So. Ich kann auch schlechte Laune, weil ich Hunger habe. Kriegt ihr eigentlich schlechte Laune, wenn ihr Hunger habt? Genau. Hast du schon 100 Mal gefragt. Ja? Kriegt ihr auch kriegt schlechte Laune? Kriegt ihr schlechte Laune, wenn sie laufen, fragt, ob ihr schlechte Laune kriegt? Lachst du mich aus, Digga? Ich komme und zieh dir den Hoden lang, ich sag dir das. Der kann es nicht lang, das ist ein schlauer Hoden. Stimmt. Hey. Ja, was ist denn das für ein cooler Planer? Mara kümmert sich wahrscheinlich schon wieder um Primzahlen. Ja? Nee. Erklär doch mal den Leuten, was eine Primzahl ist. Eine Primzahl ist eine Zahl, die man durch eins nehmen kann und durch sich selber, aber nicht durch eine andere Zahl. Okay. Richtig nice. Kacke. Passt so nice wie das Gegenlicht. Du trinkst das eher ab immer noch, ne? Ja, aber da ist Pfirsich Eistee drin. Hier habe ich halt früher eins gesehen. Was ist das? Das habe ich da gelegt. Das ist Ananasgeschmack. Alter, ich film auch. Weg. Ey, also wenn das hier von außen sieht. Für mich und die Kinder gibt es Spinat mit Kartoffeln und Ei. Und Matthias will das nicht und deswegen habe ich ihm ganz frech eine, wie nennt man das? Bofrost? Guck mal rein, wie gut das aussieht. Ja, man könnte meinen, ich werde jetzt Foodporn-Macher hier. Fertig? Ja. Willst du was sagen? Ach so. Senorita, pass auf, hinter dir liegt ein Getier. Sowieso was Locorina oder so. Oh Mann. Oh, was war das gerade? Das war ein ich habe nicht so schnell Luft bekommen, Seufzer. So, weil es ist jetzt fertig, würde ich brauchen. Ist auch wirklich heiß? Also, es ist mindestens so heiß, wie ich es bin.
sitze hier zu Hause. Thema Maris im Ohr. Der äußere Muschellappen ganz außen, also dieses Weichding hier, diese Rundung, die ist immer noch nicht verheilt. Die ist noch eher sehr locker. Er hat, Maris, sagst du mal kurz dein Ohr den Leuten? Darf ich erstmal die? Guck mal einmal dahin, bitte. Kopf nach unten. Ja, ich weiß. Das hat auch nochmal geblutet, da der innere Riss, der geht. Und Leute. Ist halt nochmal aufgegangen. Und warte, gleich, Maris, ich rede. Das ist halt nochmal aufgegangen, hat nochmal geblutet. Und da hat er jetzt nochmal so ein Nagpflaster drauf gemacht. Wir müssen es jetzt erstmal noch ein bisschen warten. Darf ich jetzt auch was erzählen? Ja. Die Dino-Eier pappt gleich mit Papa mir auf. Okay. Und ich glaube. Was ist denn das? Haben wir dir das einfach so gekauft oder ist es ein Job für dich? Ein Job. Ein Job? Ist das eine Kooperation wieder für dich? Mhm. Macht dir sowas Spaß? Ja. Ja. So am meisten die blauen Eier, weil die sind ja ein cooles Nass. Genau, ich gehe jetzt mal ganz schnell für kleine Mädchen, weil Marlene gleich kommt und sie hat schon gesagt, dass sie das Toilette besetzen will. Deswegen muss ich schnell gehen. Mama! Ja? Ich möchte noch. Darf man die überhaupt schon wechseln? Keine Ahnung, wir machen es jetzt einfach. Ey Mama, was, wenn ich dann so ein dickes Ohr scheiße habe? Ein bisschen rebellisch sein. Willst du es drin lassen? Nee, ich will schon Gold haben. Reiß einfach raus. Ja. Wie, du hast echt Gold? Nein, hier. Also echtes Silber mit Gold. Und dann tausche ich halt noch die anderen hier. Mit Muttermilch. Oh, ich hab so Angst. Bitte mach das mit Liebe. Guck dich doch mal, ich hab dich mit Liebe gemacht. Na gut, dann wird's scheiße. Komm jetzt her! Ich hab's noch. Ich weiß noch gar nicht, was ich morgen anziehen soll. Jetzt komm her! Aber mach's wirklich nicht, wenn es wirklich. Pass auf, ich hau dir jetzt kurz einfach vom Kopf, dann bist du abgelenkt. Okay, gut. Was war das? Okay, aber. Ah, blutet's? Ja, es ist abgefallen, das Ohr. Oh, das tut richtig weh. Du bist eine Spinne. Oh, ich heule. Du bist eine Spinne. Aber nicht. Zeig doch mal her, ist die Scheiße. Oh, aber nicht rumdrücken, das tut, ist noch Nachschmerz. Das sind doch keine Eier. Ich kenne das ja von. Zack, wenn du zu lange wartest, ist gleich wieder zugewachsen. Ja. Komm doch mal hin. Mir kommen die Tränen, das tut so arschweh. Was machst du denn da jetzt? Ja, der zweite auch aus. Hä, da hast du das. Hä, bist du blöd? Das ist Mama, das ist der, hat die schon davor drin. Ich hab mir hier noch eingestopft. Ach so. Ist das da jetzt dreckig oder so? Nee, es geht eigentlich. Cool. Ey, mein ganzes Ohr ist heiß. Ich brauch die Decke nicht mehr. Mann, willst du nicht mal so ein Intim-Piercing machen lassen oder irgendwas? Da habe ich bestimmt richtig zu feiern. Junge, ich krieg das nicht ab. Oh, ja, lass mich das mal. Ja, aber nicht drücken. Nein, ich drück nicht. Ich guck mal dahinter. Okay. Ich setz mich gleich auf dich drauf. Ich sag dir das. Aber nicht drücken. Blutet's? Ja. Mama, ich sehe es nicht. Oh. Was ist da? Blutet's? Zeig mal. Ist da Eiter? Nee. Was ist da? Bisschen Blut. Ist wirklich Blut? Ja. Viel? Du Pferdblut, das guck mal so runter. Hier, guck. Gib mal. Ey, das soll ja noch nicht so. Hä? Das war nur der eine Tropfen. Ah. Kann auch Eiter sein. Hol mal das Spray halt oben aus dem Badezimmer. Ist das Alter, Eiter? Ist an meinen Haaren sogar. Ist das Eiter oder Älter? Ja, da liegt's dran. Hol mal das Ey, das soll aber nicht so, ne? Okay, wir müssen, glaube ich, wirklich nochmal zum. Ey, ich brauche nicht mal. Ich brauche mich im Krankenhaus nicht mal mehr anmelden. Ich mache nur so. Oh, es ist nicht witzig. Oh, Matthias, Alter, wir kriegen doch ein viertes Kind, ey. Oh Gott. Das kann ja was werden, ey. Gucken wir mal nach, wann die jetzt gleich wieder runterkommt da. Was und? Welches willst du jetzt? Willst du das Goldene reinhaben oder willst du nochmal den alten hier reinhaben? Scheiß drauf, Alter. Jetzt blute ich schon, jetzt will ich auch schon den Goldenen. Ja, dann mach mal auf. Hast du das infiziert richtig raufgesprüht? Nee, ich hab's noch nicht raufgesprüht. Ah! Ich hab noch gar nichts gemacht.
Aber nicht anfassen. Oh! 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 Ins Ohr rein. Ja, was bringt egal, denn komm. Das? Na, ist auch sauber dann. Ja, das kann bei dir nichts schaden, Fräulein. Oh, das brennt. Oh, oh. Gott, ist das eine Pussy. Ist da Alkohol drin? Also, wenn du ein Kind bekommen solltest später, ich möchte dabei sein. Oh, Mann. Oh. Mach doch mal jetzt schneller. Ich krieg das doch selber nicht ab. Scheiße. Kriegst du es jetzt mal hin? Oh, ich hab's verbogen. Mist. Vielleicht machen wir doch einmal wieder den alten rein. Hier. Frisch aus dem Mund. Der kann jetzt ein bisschen verbogen sein. Ist das weiß einfach nur? Ja, so ein durchsichtiges. Guck mal, das ist ein Lebensbaum. Nee, doch. Jetzt habe ich angefasst, jetzt musst du es eh desinfizieren. Ja, warte, zeig dir erstmal Papa jetzt einmal. Nimm ich meine krüppligen Hände. Warte, geht's nicht scharf? Okay. Aber bitte mit Liebe reinstecken, ne? Ich stecke immer. Ey, das müssen wir nochmal machen, ne? Oh, Scheiße. Ist ja wirklich verbogen. Ja, wird schon. Scheiße, Alter. Okay, ging. Mach mal ran, das ist nass. Sieht's gut aus? Wenn ich schon noch die anderen reinmache, hier kommt Muttermilch drauf rein. Vielleicht gehst du erst gucken. Wieso? Sieht scheiße aus? Ja. Zeig mal. Ehrlich? Zeig doch mal. Gut aus. Passt gut zum Ah, sieht Ohr scheiße hin. Aus. Aber egal. Reinmachen? Ich kaufe mir nochmal andere. Das war's. Mach einfach den, oder? Mach mal da unten das. Ey Leute, wir haben in einer halben Stunde haben wir Date, ne? Zusammen. Ja. Wieso? Kommt iPhone raus. Kommt iPhone raus, ja? Ja. Wo, aus Arsch? Ja. Ah. 17% Akku, Tanja, reicht es für heute noch, ja? Ja. Okay, ich bin fertig. Nee, die andere Seite noch, oder was? Du hast immer Dance Move? Nein, ich hole mir kurz die Muttermilch Drops. Was ist das? Es gibt Ketten und Ohrringe, die aber du mit Muttermilch wirklich, machen kannst. Mann, ich schwöre bei meinen Kindern, dass ich da keine Muttermilch hingeschickt habe. Wo soll ich denn Muttermilch hingeschickt haben? Das ist von fremden Frauen. Ja, wahrscheinlich. Nein, Mann, es ist einfach nur Plastikgemisch. Also sowas wie Harz. Ich ja. Hab ich gesehen. Ja, nicht schlimm. Mutter? Hä? Ist mein Ohr grün? Ein bisschen, ja. Okay, nicht schlimm. Ich glaube, ich nicht scharf. Das ist ein altes Loch, ne? Ja. Das ist gut. Passt gar nicht, Alter. Ich sehe aus wie ein Schwanz. Ja. Oh Mann, Mama. Papa, ich kaufe mir morgen eine Brille. Dann siehst du aus wie ein Schwanz. Du blutest! Schon wieder? Ja. Sag mal, Schwanz. Ach, nichts drin, ne? Hä? Das war ja leicht. Das ist nicht das Neue, ne? Ja, hier ist das Neue. Achso, ja, okay. Das bleibt da drin, ne? Das ist aber ganz. Ich gehe hoch, ich gehe lieber weg. Hast du noch andere? Nee. Mach mal erstmal rein, dann mach ich den. Was soll ich denn erst reinmachen? Hä, den anderen, der ist auch neu. Ich hab zwei, einmal den dritten. Kannst du vergessen, der große Runde passt? Ja, ich. Nein, ich mache den wieder raus. Ich suche mal. Ih, guck mal. Das war in meinem Loch drin. Was war da drin? So ein Schwanz? Oh, Matthias! Nee, so grünes Zeug. Wenn wir mal aufhören, über so eine Sachen zu unterhalten, weil ich denke, ein Schwanz. Ich muss gleich nochmal. Schwanz. Mann, bitte film mich, ich sehe so kacke aus.
ist nicht witzig, Alter. Was machen wir jetzt? Wir machen noch den anderen rein. Als ob ich so rein. Ja, ich mach jetzt hier auch, also, Leute, das ist Überlänge sonst. Ja, aber jetzt blutet es nochmal, jetzt wird es nochmal spannend. Ja. Bitte mach es nicht so doll. Ein kleines Kino-Ei-Auto. Nein. Bitte mach es aber nicht so doll. Ja, da gerade eben hat er gesagt, okay, machen wir dann nächste Mal auf. Und jetzt machen wir bitte. Okay. Machen wir doch. Was kommt da jetzt rein? Nicht in das oben vordere, ne? Das ist alt. Was kommt da jetzt rein? Da muss jetzt das. Muttermilch. Nein! Mama, was machst du denn? Der hier muss raus! Ach so. Der ist neu, der kann wieder bluten. Und da soll der andere rein. Dieser, der Runde, der auch hier ist. Komm. Mann. Hä, hey, warte mal, nein, du hast einen Denkfehler. Du hast einen Denkfehler. Es fehlt jetzt hier vorne nur der Muttermilchstecker. Du, hier ist ja noch einer drin, oder? Ja, aber da. Hey, das Mikrofon ist alle. Hier ist es in der Mitte auch der alte. Und Mama, du bist so dumm. Okay, lass mal die äußeren weg, ja? Ja. Ich habe hier ein normales. Ja. Hier habe ich ein normales. Ja. Und das habe ich mir mit Melissa gestochen, das zweite. Ja, ja. Wir waren bei der alten Tante im Keller und da habe ich mir zwei gemacht. Hier ein zweites und hier ein drittes. Ach, da muss da hinten noch eins reinleihen. Hä? Mach mal, du hast einen Denkfehler. Das hier ist noch neu, das kann bluten. Na und? Ja, das muss jetzt raus. Und da kommt jetzt der andere rein, der goldene. Echt, Alter, du Schuhmann. Hä, dann hast du die doch völlig unterschiedlich drin. Dann hast du das da an Stelle 3 und da an Stelle 2. Ja, genau, weil ich ja hier nur zwei Löcher habe anstatt 3. Ey, was willst du ganz vorne reinmachen? Das muss ich noch schauen. Tanja, boxen. Das ist die das muss ich, ja, wenn du einen Denkfehler hast. Leck dir gleich im Gesicht. Jetzt mach die Scheiße da raus. Du Spanz. Ich werde wieder schlagen. Ich muss das erstmal noch. Nein, komm jetzt, gib mir den Kopf. Mama, Mama, bitte mach es nicht so doll. Du. Fräulein, ich schnipse dir gegen dein Ohr. Bist du bereit? Mach es nicht so schnell, okay? Mach langsam, das ist ein langer Weg. Ja, Mama. Oh, das hat sich besser angefühlt. Habe ich nach Schwimmbad, wa? Oh. Blutet? Yes! Ja? Yes. Warte mal. Yes. Blutet? Nee. Okay, gut. Dann mach schnell den anderen rein. Schnell das Loch füllen. Ach. Okay, mach schnell ab. Ja, ich krieg das nicht ab. Boah, Alter, das ist ja anstrengender mit dir, ey, als sonst was hier zu machen. Jetzt ist langsam langweilig. Ich glaube, die Leute wollen es nicht mehr sehen. Marlene sagt schnell tschüss. Unten in der Bio ist ein Spendenlink für meine neuen Ohrringe. Letztes Mal hast du einen Spendenlink geklärt für Babykatze. Habt ihr den reingemacht? Ja, wir können ja Spendenlink für Babykatze machen mit Ohrringe. Ja. Babykatze mit Ohrringe. Mami! Ja, das möchte ich. Das bitte rein. Hey, du Schwanz. Marlene! Was denn? Hör auf, deine Perversität hier so aus. Das lerne ich nur von meinem Papa. Hä, ich habe das gar nicht gesagt, das erste Wort. Du hast gesagt, ich habe es nur nochmal neu formuliert. Ich habe es quasi betont. Wie denn? Schwanz. Mama, muss es so abgerissen sein? Mama? Das soll rein. Ja. Aber... Befehl? Ja. Ich finde halt das Loch halt einfach nicht. Sie tut mir weh und sie findet das Loch nicht. Mama, guck mal. Mann, ich finde nicht mehr. Warzenschwein. Ja. Warzenschwein? Nee, Grunzschwein. Ich mach es. Gib mir schnell einen Kuss. Okay. So, jetzt muss ich noch schnell. Schnell. Dankeschön, Mama. Danke, Mama, für nichts. Mama, guck mal. Zum Wehtun. Mama. Ich muss kurz andere suchen. Ich komme gleich wieder. Wir wollen ja gleich die Premiere gucken. So, Leute, wir haben 10% noch. Jetzt erzählt mal, was geht ab hier? Was geht ab? Ist doch gar nicht online, kann ich doch gar nicht gucken. Ganz kurz, warte gleich noch. Erstmal kurz einmal, was geht ab hier dazu und dann da kriege ich mir Zeit. Ja. So, Leute, was geht ab?
Wir wollen alle ein neues Handy und ich bin nicht da, wenn es ankommt. Wir haben gerade die Keynote gesehen und also ich bin krass enttäuscht. Ja, ich bin auch eigentlich enttäuscht, weil die ganzen vorhergesagten Mythen überhaupt gar nicht irgendwie stimmen. Ich dachte, dass die Uhr so aussieht, wie sie alle zeigen, so flach, und sie sieht aus wie jede andere dass Uhr. Dass sie so aussieht wie das Handy quasi von ja, der Hülle her aus. Genau. Ja, nee, aber ja, was soll ich sagen, mein Handy ist noch nie runtergefallen und so, aber ich glaube, das hat so ein bisschen Softwareproblem oder so, es startet immer neu und vorhin war das halt auch so, dass ich dann eine Story beschriftet habe, komplett fertig war, abschicken wollte und dann ist es einfach neu gestartet, alles war weg und das habe ich regelmäßig, das ist schon richtig abkotzt. Aha, das hört sich jetzt so ein bisschen an wie, ich suche mal einen Grund, warum ich ein neues Handy haben will. Also ich will gar nichts davon. Also ich kaufe mir das einfach. Das ja, meine ich ja auch. Ich will gar nichts davon, weil ich, wir haben noch das iPad Pro, das allererste. Ich weiß nicht, wie alt das ist, 4 Jahre oder das so. Das habe ich damals in Hamburg gekauft. Ich weiß nicht mehr, zu irgendeinem. Und die haben dieses Jahr schon wieder kein neues iPad Pro rausgebracht. Das heißt, ich warte wieder. Mhm. Bis irgendwann der, also ich weiß nicht, wie lange das alte, ich glaube, das iPad, das letzte Pro kam vorletztes Jahr. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht weiß das ja jemand. Und Marleen möchte unbedingt ein blaues Handy. Ich hätte gerne. Ja, möchte ich. Also mir geht es nicht um die Farbe, mir geht es um die Technik, die dahinter steckt. Mir geht es nur um die Farbe. Genau, ist auch viel intelligenter, als sich eine neue Hülle zu holen. Nein. Jetzt warte ich, dass die Sachen online gehen, damit ich quasi mal gucken kann, was. Es gibt nämlich eine neue 1-Terabyte-Variante. Das kostet, glaube ich, 2000 Euro. 2000. Um zu gucken, wie teuer das ist, aber die stellen die Sachen noch nicht online. Das ist noch nichts da. Bärchen. Ich weiß, ob das nicht machen würdest. Das wäre richtig arsch. Hier. Ich weiß, ich bin der Mein Diamond Painting. Sieht man so schlecht irgendwie. Ah, jetzt glitzert voll, wa? Ist ja auch ein Diamond Painting. Mama hat gesagt, sie kauft mir dafür einen Bilderrahmen. Halt jetzt mal ins Licht rein hier. Krass, ne? Ja. Und die, wo jetzt noch Dingsfolie ist drauf, das muss ich noch machen, also die hier. Aber das geht schnell. Habe ich in 2 Tagen. Ja, schon richtig lange. Ich kann das ist gut, so wie du das dann machst, ja? Gut aus. Ja, ich habe das einmal komplett eingedeckt, dann habe ich es mit Lineal geguckt, wo, so durchgeguckt, so mit so Adleraugen. Die Kissen da unten, warum liegt der Hund da drauf? Ja, die werden eh alle gewaschen. Weil du schlafen mit seinem Gesicht. Ja. Das ist wirklich so. Du bist schon aufgequollen. Na und? Sie war so ruhig die ganze Zeit. Hast du schon ein kleines Schläfchen gemacht? Er hat vorhin, als ich runtergekommen bin, das erste Mal, hat er wieder gesungen. Er singt immer. Die ist eigentlich von, wie heißen die nochmal? Sing nochmal, welcher, was du gesungen hast. Nee, vorhin hat er mit mir gesungen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nee, er singt immer dieses eine. Das habe ich letztes Mal mit ihm auch gesungen. Sing my song, shake, shake, shake. Okay. Darf ich dir dann morgen... Du willst auch ein neues Handy in Blau? Mann, darf ich dir dann morgen ausmachen? Ja, alles gut. Morgen nach. Wenn wir wieder nach Hause kommen, genau. Nein, darf ich dann das große... Aber morgen ist doch gar kein Kita. Wir müssen erst noch... Morgen ist Kita. Wir müssen morgen... Wochenende? Morgen ist doch... Morgen ist ganz normal Kita. Also wir müssen erstmal warten, was die Leute zu unserem Video sagen und dann können wir gucken, was wir als nächstes aufmachen. 6% noch, Tanja. Ich würde jetzt dein Ende machen, oder? Ja. Mama, darf ich noch ein bisschen unten mit dir kuscheln? Hase, nein. Au. Ich werde jetzt hier nochmal eine Runde spielen. Ganz doll toben, richtig Action machen. Einmal kurz. Mit Lori. Ja. Und dann vielleicht noch eine Serie gucken und dann gehen wir ins Bett. Du hast hier schon wieder überall Wunden auf dem Rücken. Und du passt bitte ein bisschen auf dein Öhrchen nochmal, ja? Weil das hat ja vorhin schon wieder geblutet. Okay? Wir machen das jetzt so, Mama. Okay. Morgen machen wir es so. Wenn ich aufstehe, ja? Dann passiert gar nichts. Doch, dann essen wir erstmal ein bisschen Frühstück. Warten bis... Psst, leise. Dann warten wir ein bisschen, okay? Ja. Bis ein bisschen hell ist. Und dann bringe ich dich in die Kita. Nein, dann darf ich erstmal ein Ei aufmachen. Mama. Ja, nee, es wird morgen früh kein Ei aufgemacht. Ja, wir müssen jetzt aber eine Runde toben, ja? Nee. Wurschtel sie richtig durch, bitte. Du gehst nach oben, los. 5% noch. Ach so, genau. Ich nehme euch morgen wieder mit. Ich glaube, ich habe mir meinen linken kleinen Zeh gebrochen. Es tut schweineweh. Kannst du ihn bewegen? Auch gerade, wo er drauf sitzt, das ist irgendwie nicht geil. Obwohl, ist er wahrscheinlich eher gestaucht oder geprellt oder so. Ist egal.
Das ist ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht und ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen Kinder und Tiere quälen. Quälen mich zuerst! Quälen mich zuerst! Warte. Nein, machst du das nicht. Los, abmach es. Ich bring dich zur Treppe. Komm.